The world's most famous beer festival opened in Munich on Saturday with the traditional run on the tents and cry of Ozapetis, or it's tapped, the tapping of the first beer keg by Munich's mayor. Visitors from around the globe arrived early for the first day of the annual Oktoberfest. Dressed in lederhosen and drindle corseted dresses, spots went fast at the coveted long communal tables in tents, where revelers swig beer from the traditional liter mugs, dine on hearty favorites such as sausage and pork knuckles and Handel roasted chicken, and listen to Umpa bands. Also heute ist einfach ein großer Tag für ganz Bayern, aber auch für Deutschland. Und wir sind die Visitenkarte für Lebensfreude. Es gibt nirgendwo in Deutschland, vielleicht in der Welt, ein solches Fest. Deswegen kommen so viele Gäste auch her, darüber freuen wir uns. Und deswegen Lebensfreude pur, essen, was man will, trinken, hoffentlich so viel man verträgt. Und sagen wir mal, keine übertriebene Political Correctness, sondern einfach Lebensfreude. Und das, finde ich, ist das Schöne an der Wiesn. Ich bin echt gern da. Und werde jetzt gleich ein Hindl essen, mein erstes hier. Ja. Das ist mein Lieblingsessen auf der Wiesn. Und darum wünsche ich allen eine schöne Wiesn. Alles soll friedlich bleiben und echt einen guten Appetit. Den Hauptwunsch wie immer, der keine Plattitüde ist, auf eine friedliche Wiesn. Dass nichts passiert, dass alle hier Spaß haben, gesund wieder heimkommen und am nächsten Tag höchstens zwei, drei Aspirin brauchen. Das darf sein. Aber also losgegangen ist schon vor Wochen bei mir, weil ich mich ewig lang darauf vorbereitet habe. Letztes Jahr hatte ich diesen Platz hier schon vorne mit Herzblut ergattert. Und dieses Jahr bin ich umso froher, das gleich von Anfang an gehabt zu haben. War schon um 7 Uhr hier, weil ich arbeite auch hier auf dem Gelände. Das war natürlich ganz optimal. Und jetzt bin ich froh, hier zu sein, zu feiern und die schöne Tradition und Kultur hier voll und ganz ausleben zu können. So viel gemacht soll und gescheit, dass es schön bleibt und das Wetter, das Kaiserwetter bleibt. Ich freue mich auf eine schöne Wiesn einfach und auf viel Bier, eine gute Zeit und schönes Wetter. Und ja, war ganz toll auf jeden Fall, der Anschluss bisher. Ich bin einfach zum ersten Mal seit 10 Jahren da, habe mich selbst schon dreimal aus der Ferne über den Wiesn-Hit freuen dürfen. Mit die singeliert für die und Hula Baloo. The festival is characterized by a number of traditions, such as a procession bringing innkeepers to the fairground in horse-drawn wagons, besonders, dass das Wetter dieses Jahr so schön ist und es nicht so kalt ist wie letztes Jahr. Und ich glaube, dass dieses Jahr eine richtig tolle Wiesn wird, halt, weil die Leute nicht so beängstigt sind halt, wie von Corona letztes Jahr. Größte Volksfest der Welt. Schön. Tradition, ja. Es gibt zwar viele, die die Tradition ein bisschen verunglimpfen, finde ich, aber für uns ist Tradition. Am allermeisten auf die Pferde wegen, weil die mag ich am allerliebsten. Ich bin ja Münchnerin, ich bin ja jetzt ja da. Und die sind aber am schönsten. Ja, im Zelt haben wir keinen Platz. Also da können wir uns nicht rein. Aber ins Rischar gehen wir meistens rein. Ein Schichtel, ist ganz wichtig, der Schichtel. Auf alles einmal. Schöne Wetter, ne? Und das schöne Leid und Zelte, ja. Einfach die Wiesen, passt. Mein Mann ist auch dabei heute. Ja, nein, passt alles, ja. Ganz frisch. Schön.
The Oktoberfest has its origins in a horse race that took place in 1810 to celebrate the wedding of Bavarian Crown Prince and Princess. The public festivities on the open ground, named after the bride, became more elaborate as time went on, with stalls and amusement rises, and it gradually turned into a folk festival. Oktoberfest attracts some 6 million visitors every year.